Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ich bin gerade irgendwie in so einer richtigen Laune, irgendwie viel aufzunehmen zu dem Game. Ich weiß nicht wieso, ich komme irgendwie nicht mehr weg von dem Spiel. So, und ist jetzt dritte Tag in Folge, wo ich das hier jetzt durchgehend am Aufnehmen bin. Irgendwie, es hat mich jetzt angefangen, richtig zu fangen. Und, ja. Vielleicht ist euch auch gefallen, ich bin ein bisschen auch auf YouTube mit den Thumbnails und mit dem Hochladen komme ich nicht hinterher, weil ich ein bisschen viel am Zocken bin hier. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Aber das Spiel macht einen irgendwie richtig süchtig, finde ich jetzt. Hatte zwar bei mir jetzt ein bisschen gedauert, bis das richtig mich eingefangen hat, sage ich jetzt mal. Welcher Quest sind wir jetzt eigentlich gerade nochmal? Will ich jetzt mal kurz schauen. Aktivquest Masoga der Ork. Masoga erzählte mir, sie habe die Banditen aus Rache an Mord an ihren Freunden Ravindra angegriffen. Sie bot mir an, mir von den Toten zu nehmen, was ich wollte. Ihre Rache ist ihre Belohnung. Okay, aber im Grunde haben wir mit dem Ork alles erledigt, oder? Ah ja, und hier ist ja jemand gestorben. Von diesen Irrlichtern. Wir brauchen definitiv schon langsam bessere Waffen und Rüstungen. Wenn wir halt noch nicht gegen Irrlichter ankommen. Ich habe mich aber auch informiert, was die nächstbeste Waffe oder Rüstungsart der schweren Rüstung oder der schweren Waffengattung und so wäre. Das wäre tatsächlich hier dann die Ork-Sachen. Worum geht es hier? Und Mithril ist leichte Rüstung. Das hatte mich jetzt irgendwie überrascht. Ich dachte, Mithril wäre schwer. Obwohl ich glaube, diesen Irrglauben mit Mithril, dass er schwere Rüstung ist, hatte ich glaube ich auch in den vorherigen Elder Scrolls Teilen. Tür des Ratsaals. Ich glaube, hier müssen wir rein, oder? Seid gegrüßt, Ritter. Die Beute nähert sich. Was für Beute? Ich bin doch keine Beute. Hi! Ich stehe zu euren Diensten, Ritter. Ihr steht zu meinen Diensten? Wiedersehen. Okay, gibt es irgendetwas Neues? Ich hoffe, ihr habt Erfolg gehabt. Im Dienst Levins, habt ihr herausgefunden, warum die Ork hier ist? Zum Rächen eines ermordeten Freundes. So eine Rache ist eine Angelegenheit der Ehre. Leavin dankt euch für eure Hilfe. Und ich habe eine passende Belohnung für solch noble Taten. Ich mache euch und eurer Freundin ein Angebot. Wäret ihr gerne fahrende Ritter? Fahrende Ritter? Was wäre da meine Aufgabe? Ich habe den Ritterorden des Weißen Hengstes ins Leben gerufen. Sucht und tötet den Ork Schwarzer Brugo, den Anführer der Schwarzbogenbanditen. Wenn ihr Erfolg habt, werde ich euch und Mazoga in den Rang eines fahrenden Ritters des Weißen Hengstes erheben, zum Dank für eure Verdienste um die Grafschaft Leavin. Okay, was hat das mit dem schwarzen Brugo auf sich? Der Bandit Schwarzer Brugo ist eine Bedrohung für die Grafschaft Leavin. Seine Plünderer werden Schwarzbogenbanditen genannt, weil sie schwarze Bögen verwenden. Sucht Schwarzer Brugo und richtet ihn für seine Verbrechen. Dann werde ich euch und eure Freundin Mazoga zu fahrenden Rittern des Weißen Hengstes ernennen.
Wie sollen wir Schwarzer Brugo finden? Mazoga könnte in ihrer dunklen Vergangenheit mit Gesetzlosen zu tun gehabt haben. Fragt sie danach. Okay. Erinnert euch. Zur Belohnung sollt ihr den Titel eines Ritters erhalten. Ah, Mazoga ist schon da. Geht nur. Hallo. Nochmals vielen Dank für eure Hilfe. Schwarzer Brugo. Ich kenne Brugo. Vor langer Zeit, bevor ich Herr Mazoga wurde, habe ich mit Brugo hin und wieder gemeinsame Sache gemacht. Erzähl mir vom Angebot des Grafen. Brugo ist ein Schurke. Er hat ein Versteck in einer Ruine namens Telepe. Jeden Abend zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens kommt er dort vorbei, um seine Sachen abzuholen. Wir sind Kumpels, nicht wahr? Also töten wir Schwarzer Brugo und werden Ritter. Ich warte hier, bis ihr mir das Zeichen zum Folgen gebt. Ich kümmere mich alleine drum, aber ich habe kein Problem damit, wenn du auch dafür zum Ritter ernannt wirst. Ich möchte jetzt nur nicht, dass du hier unnötig... Obwohl. Nehmen wir sie mit, wenn sie drauf geht. Wenn ihr bereit seid, Schwarzer Brugo zu fangen, dann bin ich bereit, euch zu folgen. Ich bin bereit. Kommt mit mir. Auf geht's. Für den Fall sollte sie doch drauf gehen. Sie hat ja alles Ork. Orkisch. Haben wir dann ihr nächstbeste Rüstungsart. Geht nur. So, sie kommt ja mit. Ich hoffe, es ist jetzt nicht, sie ist jetzt nicht für andere Quests oder so relevant. Ach, die reden da über uns wieder. In welche Richtung? Die Richtung? So. Map. Ah, okay. In die Richtung. Und dann hier abbiegen. Ich war jetzt verwirrt, wo der Ausgang ist. Aber wenn sie sterben sollte, haben wir neue Rüstung. Bessere. So, wo genau soll der Brugo sein? Hier. Und schwarze Bögen nutzen die? Also nutzen die Ebenerz? Nein, die Musik! Warte mal. Wie hieß der? Banditen-Battle-Magier? Warte mal, ich mach mal kurz. So, Battle-Magier? Battelt der, oder wie? Mönchskutter, okay. Also kein Kampfmagier, sondern Battle. So wie Flehen. Welche Richtung? Ich sehe den nicht. Guckt die hin? Mazoga? Ach, da oben! Wie sollen wir da hinkommen? So, das nehmen wir mit. Stahldolch, Stahlpfeile.
Zwergenbogen. Schade. So, Mazora. Ach, Telepe. So heißt das. Okay, sie hat auch nicht mehr so viel Leben. Das heißt, bald haben wir eine neue Rüstung. Was? Hallo, wer ist da? Was ist los? Mehr könnt ihr also nicht? So. Jetzt ist Schluss. Okay, sie hat sich aufgeladen. Schwarzbogen. Ach so, das ist nur ein schwarzer Bogen. Okay. Elfenpfeile. So, ich würde hier auch gerne mal ein bisschen mehr sehen. So. Schrank der Erdung, Schock widerstehen. Die Weltkind-Steine, die nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie, die haben was. Okay, hier gibt es leider nichts. So. Mist. Komm. Ja. So. Handgeschriebene Nachricht. Brugos Anteil 300 Gold. Abholbereit am Midas nach Mitternacht. Warte mal. Größer ist das hier nicht? Eisfall 9. Tier das. Muss ich jetzt so lange warten? Jetzt ist Midas. Ich weiß jetzt nicht, muss ich jetzt wirklich so lange warten? Sogar? Ich bin bei euch, mein Freund. Wir töten Schwarzer Brugo und der Graf ernennt uns beide zu Rittern. Brugo und seine Jungs werden nach Mitternacht in Telepe auftauchen. Auch ihr. Okay, also jetzt heißt es, warte, nein, nicht, jetzt ist Turdas. Müssten die jetzt nicht hier sein?
Es ist jetzt nach Mitternacht, Midas. Was? Was immer es war, jetzt ist es weg. Ah, hier haben wir ihn. Start schon! Verdammt! Was ist los? Werdet ihr müde? Schwarzer Brugo ist tot. Ich muss Marius Caro Bericht erstatten und ein fahrender Ritter des Weißen Hengstes werden. Silberclaymore? Was hat er hier? Brustharnisch des Schwergewichts? Orkhelm? Das ist jetzt die Ork-Rüstung, okay. Warte, jetzt erstmal aber kurz zum Vergleich. 6 Schutz. 10 Schutz. Der hier gibt 4 Schutz. Der hier auch 4 Schutz, aber... Naja, okay. Wo bist du jetzt? Alonso? Hey, ich werde euch in Stücke hacken. Roxy Ari? Streitkolben der Legion? Eiserner Dolch? Alonso, auch ein Schwarzbogen. Brustharnisch des Kaufmanns. Kettenhelm, Mithrilstiefel. Und Roxy Ari, auch ein Schwarzbogen. Waren das seine Gefolgsleute? Also, ich drücke immer das Falsche. Schwarzer Brugo ist tot? Dann werde ich ein Ritter sein. Ich werde zurückgehen und im Ratssaal warten. Sagt ihr mir Bescheid, wenn ich ein richtiger Ritter bin? Bitte. Ja, okay, ich frage mich jetzt, warum wurde das, diese Möglichkeit, Magie parallel zum Schwertkampf und so, in Skyrim irgendwie, warum gab es das da nicht? Dass man das irgendwie gleichzeitig verwenden kann, also Schwert und Schild, also beide Hände besetzt und trotzdem nochmal irgendwie Magie. Das wäre so schön, wenn es dann in Skyrim das auch noch gäbe. Stelle der 5 Reiter. Ja? Ja? Wie spät haben wir es eigentlich? Ach komm, warte. Da können wir auch ein bisschen warten. Bis es hell ist.
schön hell geworden. Wie schön, euch zu sehen. Ja. Ich hoffe nur, wir kriegen jetzt vielleicht irgendwie mal eine Ork-Waffe oder sowas. Oder wir widmen uns vielleicht wirklich mal einer der dädrischen Dingens, Portalen. Wie geht es euch? Wie geht es euch? Ich hoffe, ihr seid hier, um mir Schwarzer Brugos Tod zu melden. Ja. Was gibt es Neues von Schwarzer Brugo? Er ist tot. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Und von nun an sollen Mazoga und ihr als Ritter des Weißen Hengstes bekannt sein. Hiermit überreiche ich euch die Insignien eures Ranges, den Schlüssel zur Weißer Hengstunterkunft und einen Schild mit dem Wappen der Grafschaft Leavin. Mazogas Schlüssel und Schild lasse ich ihr direkt überbringen. Außerdem verspreche ich euch 100 Goldstücke Kopfgeld für jeden Schwarzbogen, den ihr mir bringt. Schwarzbogen? Jeder Schwarzbogen, den ihr mir bringt, bedeutet einen Schwarzbogenbanditen weniger. Oh. Guten Tag, Herr Ritter. Das heißt, jeden schwarzen Bogen, den ich vorbeibringe, also auch von Alonso und so, würde ich Gold kriegen? Habt ihr dem Grafen schon von Schwarzer Brugo berichtet? Ja. So, bin ich ein Ritter? Wir sind beide fahrende Ritter. Ach du meine Güte! Nicht nur ein einfacher Ritter, sondern ein fahrender Ritter. Das ist ein ganz besonderer Ritter, nicht wahr? So? Kommt schon, sagt es. Sagt, ich grüße euch, Herr Mazoga. Halt, ihr Ritter des Weißen Hengstes. Geht nicht so weit, ich bin ebenfalls ein Ritter. Ach komm. Herzlichen Dank. Ritter des Weißen Hengstes. Klingt gut. Verdammt gut. Ich bin jetzt ein fahrender Ritter. Und es ist mir gleich, wer es weiß. Also vielen Dank. Ihr wart gut zu mir. Und ich werde es nicht vergessen. Ich beginne mal lieber mit meinen guten Taten. Sehe ich euch vielleicht in der Weißen Hengstunterkunft? Ja, ich würde gern wissen, wo das ist. Wo ist denn die Weiße Hengstunterkunft? Stadtwache, Kaserne? Fünf Clown-Unterkunft. Hier haben wir die Kapelle. Herberg zu den drei Schwestern. Wo soll die Weiße Hengstunterkunft sein? Ich werde ein paar Schwarzbogenbanditen fangen. Kommt doch mit. Ja, das könnt ihr übernehmen. Ich kümmere mich um andere Sachen. Ich würde jetzt gerne wissen, wo Dings sein soll. Geht doch ein bisschen weiter in die Richtung, oder wie jetzt? Ich würde gerne wissen, wo die... Ich werde ein paar Schwarzbogenbanditen fangen. Ja, mach das. Wo soll die... Bei den neuen Göttlichen. Ihr seid der Großmeister der Arena. Solch eine Ehre. Ach, jetzt ist das auch noch hier, Thema. Ja, wo ist denn aber jetzt Weißer Hengstunterkunft? Beste Warnung, Garantie. Ich würde jetzt gern wissen, wo ist Weißer Hengstunterkunft. Obwohl, wir haben hier auch ein Zuhause, irgendwo. Hatten wir hier eins? Hier, genau, das ist mein Haus, das da.
So, mal Heißhaus. Da hinten geht sie auch noch weiter. Was ist denn das denn für eine Statue? Wer ist denn das denn? Magiergilde? Kämpfergilde, Dunkelforst Rottenhalle. Also ich würde gerne wissen, wo jetzt Weißer Hengst sein soll. Vielleicht sollten wir mal mit jedem Grafen quatschen. Und mal gucken, dass wir da dann irgendwie Ritter aller Bezirke hier werden. Bevor wir uns zur dunklen Seite hier zuwenden. So, ich mach mal kurz hier die Map einmal voll. Aber hier waren wir noch gar nicht. Okay, hier gibt es aber auch nichts. Na ja, egal, dann machen wir uns auf den Weg in die nächste Provinz. Nicht Provinz, Deepscorn Hollow. Was wäre das nächste? Hier Brabiel. Und reden da mal mit dem Königshaus. Oder Grafenhaus oder so. So. Ich hoffe, da ist jetzt irgendwie kein neues Irrlicht oder sowas. Aber ich hoffe, vielleicht so einfach Banditen mit einer Ork-Rüstung oder sowas. So die Musik, ich liebe diese. Okay, Weißer Hengstunterkunft haben wir gefunden. Das ist das. Also hier wohnen jetzt ich und Mazora oder wie jetzt? Oh, ein Dietrich.
Mazoka ist jetzt aber nicht meine Frau geworden, oder? Also da bevorzuge ich doch dann lieber eher menschliche, Weggefährten, sage ich jetzt mal so, wenn es um Heirat geht. Okay, ich dachte, Weißer Hengstunterkunft wäre irgendwie drinnen in der Stadt und nicht hier draußen. So, gleich wird es wieder schön bimmeln. Ich habe mich gerade gewundert, war das Dorf hier? Hoppala, Stade? War das immer schon so direkt an der Straße so angebaut? Ich stehe gerade wirklich vom Kopf her auf den Schlauch. Bin mir gerade nicht sicher, ob das so stimmt. Weil, ich drücke immer die falschen Tasten. Hatte ich den hier auch schon gelootet? Da kriegst du mal. Oh nein, ihr Licht. Autsch. Okay, Elfenwaffen kommen da einfach nicht an. Da ist schon das nächste ihr Licht. Oder ist es immer noch dasselbe? Ne, das waren zwei jetzt. Das ist jetzt der zweite. Da ist noch einer. Wir brauchen definitiv bessere Waffen. Wie soll man auch gegen ihr Licht ankommen? Aber an sich ist es schon eine interessante Herangehensweise. Irgendwann kommen ja ihr Lichter. Und dadurch, dass man nicht einfach mit jeder Waffe alle kaputt hauen kann. Ich will jetzt nicht wissen, wie viele ihr Lichter jetzt hier hinter mir her sind. Aber dafür, dass man ja nicht mit jeder Waffe einfach jeden Gegnertypen hier besiegen kann, bekämpfen kann oder geschweige denn überhaupt Schaden zufügen kann, ist man dann
auf lange Sicht gezwungen, wirklich bessere Ausrüstung zu holen. In Skyrim, glaube ich, gab's das nicht, oder? In Skyrim konnte man ja quasi mit einem einfachen Eisendolch, sagen wir jetzt mal so, schon Dedra bekämpft. Da stand ja nirgendwo, glaube ich, hier, dass man zu schwach ist oder so. Aber ich bin es mir jetzt auch nicht sicher, weil im Grunde Skyrim ist auch so ein Spiel, da hat man schon relativ früh... So, ihr dürft euch gegenseitig bekämpfen, ja? So. Kämpft ihr mal gegeneinander. Ich glaube, das wird keine gute Idee hier. Ich glaube, ich sollte wirklich mal überrennen. Ja, aber Skyrim war auch so ein Spiel, da hatte ich auch schon relativ früh schon bessere Ausrüstung gehabt. Man kriegt da ja schon relativ früh schon zwar die Stahlsachen, aber ist man einmal in der Dwemer-Ruine kurz reingegangen, hast du schon Dwemer-Sachen. So, gegen wen kämpfst du? Wer bist du überhaupt? Kannst du nicht gegen dich hier kämpfen? Eisenpfeil, Elfendolch, Dietrich. Da haben wir schon mal Bravi. Eine Sache frage ich mich, wenn wir jetzt schwimmen gehen, schwimmen die mit? Okay, der ist hinterher. Den sind wir aber los. Glaube ich zumindest. Seid ihr Licht jetzt auch weg? Den sind wir nicht los. Aber den Toll zumindest. Bär? Gegen dich will ich... Hab ich nichts. Wolf, gegen dich habe ich auch nicht. Ich will nur das Irrlicht loswerden, weil den kann ich momentan nicht kaputt hauen. Natürlich, der hat mich jetzt auch im Visier. So, mal eine Frage. Wie war das bei euch? Wenn, als ihr noch nicht... Oh, da, irgendjemand greift den Wolf hier an. Der hat Schaden bekommen.
Der Ritter kämpft wenigstens. Das war's mit dem Ritter. Lasst es uns zu Ende. Gut. Silberlangschwert, Bravil Brustharnisch, dunkelgrünes Hemd. Hat er sonst noch was? Schloss Bravil, Schlüssel für Schloss Bravil, Gold. Ich war nicht derjenige, der ihn umgelegt hat. Oder warte mal, ist Silber in der Lage, den da kaputt zu hauen? Wir haben zweimal Zwergenhelm. Okay, Silber ist in der Lage. Das sind gleich drei Irrlichter. Dann gehe ich mal lieber schnell rein. Ich hoffe, die kommen nicht hinterher. Okay, Silber ist in der Lage, gegen die zu kämpfen. Welchen Zustand ist der? 84. Nilavin? Einen wunderschönen guten Tag. Ich möchte handeln. Kommen wir zum Geschäft. So, dann will ich das hier loswerden. Wenn das schlechter ist als Dings. Silber Claymore brauchen wir nicht. Das auch nicht. Daran habt ihr viel Gold verdient. So, was kann ich noch? Das hier kann ich. Leer Windschild. Brauchen wir nicht. Das ist mehr, als ich für gewöhnlich zahlen würde. Hier, Skuma darfst du auch haben. Bücher müssten wir mal eigentlich einlagern. Wilkenstein. Ihr seid ein harter Feilscher. Kommt wieder und kauft bei mir ein. Warte, seht mal. Euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. Hat die bessere Rüstung? Nee. Lebt wohl. So, okay. Hab Mitleid, nur eine Münze. Ich bin selber arm. Warte mal, wo haben wir hier das Schloss? Einsame Freierunterkunft? Das Paradox und das Bogenschützen? Haus zum Verkauf. Hier ist Haus zum Verkauf. Okay. Okay, hier wäre das schon ein bisschen bessere Hütte. Ist doch das hier, oder? Haus zum Verkauf. Ich hoffe aber auch wirklich mit der oberen Etage. Nein. Kriegt man hier auch mal eine gute Hütte? Da sehe ich eine Nierenwurz.
Wieso steht da eigentlich, ihr erntet mit Erfolg, Nierenwurz? Große Kapelle. Wir haben hier auch noch gar nicht richtig erkundet. Das Dorf hier, die Stadt, meine ich. So, hier haben wir Friedhof. Kommen da nachts die Toten raus? Jetzt will ich wissen, wo es zum Schloss geht. Damit wir auch mal mit dem Grafen reden können. Wo kommst du denn her? Ja, oh großer und mächtiger Großmeister. Gibt es etwas, das ihr benötigt? Kann ich eure Waffe tragen oder eure Schuhe polieren? Vielleicht eine Rückenmassage? Ich dachte, du wärst tot. Donnerwetter, ihr seid der Beste. Ich werde euch folgen, euch beobachten und dem Boden huldigen, auf dem ihr geht. Lasst uns gehen. Ich dachte, er ist tot. Ja, freut mich zu wissen, dass er doch noch lebt. Hallo. Ich grüße euch. Habt Mitleid mit einem alten Kriegsveteran. Wie geht es euch? Soweit noch gut. Mal gucken, wann sich das ändert. Schön, euch zu sehen. Hier geht's zur Burg, okay. Zum Schloss. Na, aber ich sag so, ich werde nicht mehr auf ihn warten oder so. Aber interessant zu wissen, dass er doch wiederkommt. Beziehungsweise kommt er denn überhaupt? Ist das überhaupt richtig, dass er wiederkommt? So, ich will jetzt erstmal gucken, ob ich da nicht noch irgendwas finde oder so. Eine versteckte Nierenwurz. Vielleicht. Ne. Es wird aber auch schon dunkel, also lass mal reingehen. Oh, hallo. Okay, der ist nicht erfreut über uns. Okay, hier haben die noch einen inneren Hof. Hi. So, und jetzt bete mich an. Na komm, alles gut. Müssen wir nicht machen. Okay. Geht nur. Ja, ich bin dabei. Einen wunderschönen guten Tag. Wie schön, euch zu sehen. Fürstliches Herrenhaus. Einen wunderschönen guten Tag. Privatgemächer Ostflügel. Schloss Bravi Kaserne. Oh, was haben wir denn da? Ist das Vulkanglas oder Orkisch? Ladentisch.
frag mich, das hier in der Mitte, ist das Dwemerisch oder Ebenerz? Weil es sieht doch schon sehr dunkel aus. Das ist definitiv Silber. Das hier, Vulkanglas oder Orkisch? So, aber ich glaube, wir müssten hier einmal rasten. Es ist 8 Uhr abends. Machen wir 12 Stunden. Guten Morgen. Guten Morgen. Warte, hier geht's zum Speisesaal. Kommt der König überhaupt oder der Graf oder wer auch immer? Zum Kerkern. Das ist immer gut, wenn man vom Speisesaal direkt in die Kerker kommen kann. Das heißt, wenn man Gäste hat oder so und die Scheiße bauen oder die einfach unsympathisch sind, einfach da rein. Dienerquartiere. Also ich wollte jetzt aber mit dem Grafen sprechen. Seid gegrüßt, Ritter. Ich habe von euch gehört. Ihr seid der göttliche Kreuzritter, von dem jeder spricht. Haus in der Stadt. Wirklich? Zufällig gibt es da eine kleine, bescheidene Hütte mit Blick auf den Kanal. Der Kanal ist keine Sehenswürdigkeit, aber der Geruch lässt euch schnell vergessen, wie hässlich es dort ist. Dreitausend Goldstück? Habe ich so viel? Wenn ihr kein Geld habt, hättet ihr meine Zeit nicht vergeuden sollen. Okay, Braville? Ja, ja, der Graf von Braville. Seid ihr ein Fremder? Tut euch selbst einen Gefallen. Informiert euch wenigstens ein bisschen über die Orte, die ihr besucht. Da, Problem gelöst. Okato Topic? Er will sich mit Hilfe seiner Stellung als Vorstand des Ältestenrates selbst zum Kaiser machen. Er wird keinen Erfolg haben. Okato will selber Kaiser werden? Auch ihr. Ich dachte, wir kriegen hier eine Quest. Muss ich aber... hoppala. Worum geht es hier? Müssen wir vielleicht... Also, Hallo. Ich bin jetzt neugierig, was Okato angeht. Können wir ihn besuchen? Können wir mit Okato reden? Athletik hatte ich verbessert. Was? Warte mal. Da oben sind auch Leute. Gelefor, Trainer Durianus. Ich stehe zu euren Diensten, Ritter. Ich habe gehört, der Schild des Kreuzritters sei gefunden worden. Er war in einem mit Fallen gesicherten Verlies oder so eingeschlossen. Wiedersehen. Was wollt ihr? Hey, seid ihr nicht die, die man die Heldin von Quatsch nennt? Die das Oblivion-Tor schloss und die Stadt vor dem Unglück bewahrte. Soll ich mal meine Hose ausziehen, damit du siehst, dass ich keine Heldin bin? Auch ihr. So, was? Ich glaube, ich habe so einen Verdacht, was die hier machen. Achso, da könnt ihr wieder nichts sehen. Weil die Cam wieder im Weg war. Das ist eine Skuma-Höhle. Deswegen saufen die hier.
Oh, was haben wir da? Hat sich gelohnt. Ist er ernsthaft hinterhergesprungen? Okay, ich mag den irgendwie. Also... Aber, werter Herr Verehrer, es wird gleich, wenn wir die Tore hier verlassen, zu einer kleinen Auseinandersetzung kommen mit Irrlichtern. Drei Jünglinge sind das. Die glückliche alte Dame. Sie erheben sich, küssen die glückliche alte Dame auf die Wange und hoffen, ihr Wunsch wird erfüllt. War das so im, ich sag mal, im Mittelalter, dass man Statuen küsst? Ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge mal raus. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!